bisschen gedauert, bis wir mit dem PCR-Test natürlich, ne, bis das hier. Hallo an alle. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, ich bin Patrick. Ja, hallo. Wir sind zwar alle getestet, aber... Ja, ich auch und das ist gut. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich habe noch einen kleinen Blumengruß für dich. Ach Gott. Ja, von der Leute-Heute-Redaktion, weil wir uns so freuen, dass du uns ein Interview gibst. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Bitteschön. Vielen Dank, sehr nett. Ja. Danke. Cool. Du hast ja eine längere Pause gemacht. Du warst 2 Jahre, hast du dir eine Auszeit genommen. Wie geht's dir jetzt? Ach, wie soll es mir gehen? Mir geht's super. Also natürlich war die Pause... Oder ist zwangsverlängert worden natürlich durch die Pandemie, die uns ja alle betroffen hat. Also ich habe tatsächlich nach der letzten Tournee mir schon bewusst eine Pause genommen und ja, die wurde dann einfach länger. Und ich muss aber sagen, die Zeit habe ich sehr, sehr gut nutzen können für mich, um eben an diesem wunderschönen Album zu arbeiten. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du zu Hause vorm Fernseher gesessen hast, dir einen Spielfilm angeguckt hast, gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, ich würde jetzt lieber vor 60.000 Leuten spielen? Also natürlich gab es auch die Momente, wo all die Erinnerungen hochkamen. Ich habe mir Bilder angeschaut oder ich habe zufällig irgendeinen kurzen Konzertausschnitt gesehen. Da hat es mich dann schon immer sehr gepackt und ich habe einfach gerne an diese Zeiten zurückgedacht und wäre natürlich manchmal sehr gerne, oder der Impuls war da natürlich, auch mal wieder vor meinen Fans zu stehen und zu singen. Aber ich wusste ja, dass ich an etwas arbeite, um für die Zukunft dann wieder auf der Bühne stehen zu können. Von daher, ich wusste, das wird einfach nur eine Frage der Zeit und dann stehe ich schon wieder auf der Bühne. 8. Studioalbum. Wie kam es zu dem Titel Rausch? Ja, Rausch kam deshalb zustande, da ich wirklich die letzten 2 Jahre eigentlich, so intensiv habe ich tatsächlich an diesem Album gearbeitet. Das war für mich eine irrsinnig interessante Erfahrung und Reise in mein Innerstes. Also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wo ich musikalisch stehen möchte. Da gab es Auf und Abs, das war wirklich wie im Rausch habe ich diese Zeit erlebt tatsächlich. Also es war... Meine Gefühle konnte ich dann einfach manchmal nicht so in Worte fassen. Also ich wusste, als Künstlerin muss ich unbedingt an Songs jetzt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich muss diese Zeit nutzen, um Songs zu schreiben, um einfach all meine Gedanken loszuwerden, um mich einzubringen. Da habe ich ganz vieles wieder verworfen. Deswegen ist das auch so ein Gefühlszustand, den ich damit beschreibe. Ein Geistes- und Sinneszustand, der mich jedes Mal verfolgt hat, bis zu dem Punkt, als mir irgendwie ein Licht aufging und bis mir alles klar wurde, wo ich eigentlich hin möchte. Ein Rausch ist eigentlich so ein, das hat nichts mit Enthemmungen oder irgendetwas zu tun, sondern es ist ein Wirbelsturm, ein Orkan, der eigentlich so um mich herum gewütet hat. Sowohl ja, beruflich als auch privat, wo man einfach hin möchte. Und dann auf einmal kam so dieser Punkt zustande, wo ich ganz klar wusste, da möchte ich hin, ich möchte dafür stehen, ich möchte über diese Themen sprechen, ich möchte das alles besingen und und so fühle ich, ich fühle einfach, ich war da so oder bin mittlerweile so in meiner Mitte angekommen, dass alles um mich herum einfach toben kann, aber ich bin sehr, sehr bei mir und sehr reflektiert und stark und möchte mit diesem Album und mit diesen Songs jetzt unbedingt nach draußen gehen und sagen, das ist in den letzten 2 Jahren in mir vorgegangen und das möchte ich jetzt auch teilen. 2 Songs stechen da ja für mich jetzt persönlich heraus. Einmal den, den du vor kurzem auch veröffentlicht hast, Volle Kraft voraus, aber auch Hand in Hand. Wie viel Helene Fischer steckt in diesen Songs? Ja, das sind natürlich 2 sehr, sehr persönliche Songs, klar. Das, eigentlich sind alle Songs persönlich, weil sie zum Teil sehr lebensbejahend sehr dem Thema gerecht werden, wie ich eigentlich auch persönlich bin. Also ich bin ein Mensch, der offen auf die Menschen zugeht. Ich möchte... ich sehe sehr, also ich bin einfach, mein Naturell ist es einfach, Dinge positiv zu sehen oder sie dann entweder, wenn ich sie so nicht sehe, dann zu drehen. Aber ich hatte einfach das Gefühl, da muss alles drin sein. Also die Menschen kennen mich ja von meinen Konzerten, dass ich sie unterhalte und zwar ja, das volle Entertainment-Programm, das wollte ich ihnen natürlich auch bieten, weil auch das ist ein Teil von mir. Ich liebe es, ja, nach draußen zu gehen und zu strahlen. Aber es gibt natürlich auch die Momente, die man, glaube ich, so noch nicht so von mir kennt. Also wo ich auch wirklich sehr, ja, einfach auch bereit bin, in mich zurückzuziehen und dann auch meine stillen Gedanken zu teilen. Und das ist natürlich bei diesen beiden Songs ein, ja, das ist natürlich, das ist meine Geschichte, klar. Jetzt kommt auch der große Film. Das ist ja die dokumentarfilmische Umsetzung auch des Albums, kann man ja sagen. Ja, die Tatsache, dass ich ja tatsächlich nicht so viele Interviews gebe oder dass man selten
selten hört, was sich eigentlich hinter den Songs oder hinter gewissen Gedanken verbirgt, ist eigentlich mit diesem Film entstanden. Wir haben Ebenen geöffnet, die mich zum einen Teil zeigen als Künstlerin, als Sängerin, wie ich inszeniert wurde. Und auf der anderen Seite war es mir aber auch ganz wichtig, dass man mich sehr pur zeigt und wie einfach so, wie es Backstage einfach abläuft. Und ich erzähle darüber auch sehr ehrlich und lasse da auch die Zuschauer, die Fans, alle, die sich das anschauen, da auch wirklich tief blicken. Und versuche da einfach so nah und so ehrlich zu sein wie nur möglich. Also das war eigentlich mein größter Anreiz, mich so pur zu zeigen. Und diese Balance ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, weil es von der Künstlerin Helene Fischer, aber auch von der privaten Helene sehr viel zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf dieses echt tolle Projekt. Ich hatte eine unglaubliche Zeit. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass man so viel Zeit im Vorfeld hatte und irgendwie nicht performen konnte. Und das war eine absolute Befreiung, als wir das gedreht haben. Was glaubst du, was ist dein Erfolgsrezept? Ach, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also in der Tat ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und seinen Beruf zwar sehr ernst zu nehmen, und das tue ich. Also ich gehe, wenn ich auf die Bühne gehe, gehe ich mit höchstem Maß an Disziplin und Professionalität ran, weil ich einfach möchte, dass die Menschen sich da so gut wie möglich unterhalten fühlen. Und das gehört zu meinem Teil oder zu meiner Berufung auch irgendwie dazu. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man gerade in dieser Position aber auch einfach immer authentisch sein. Und alles andere werden die Menschen spüren. Da kannst du noch so viel versuchen zu spielen oder dir irgendwas auszudenken. Also die Authentizität ist das Allerwichtigste. Und dann eben, wenn man performt, dann eben auch diese Ebene, dieses Perfekte dann auch mal kurz zu verlassen und dann einfach auf Situationen einzugehen, die einfach passieren. Also das Menschliche dabei nie zu vergessen. Ich weiß, du würdest dich nie selber als Superstar bezeichnen, aber du bist es ja. Aber du bist auch down to earth und irgendwie nahbar für die Fans. Wie wichtig ist es dir zum Beispiel dann auch über soziale Netzwerke direkt an deine Fans zu treten und vielleicht auch was klarzustellen? Ja, das ist natürlich auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich. Die Social Media hat sich ja in den letzten Jahren so verändert und so etabliert, dass das ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Auf der einen Seite sage ich deswegen Fluch, weil es ist, manchmal ist mir das alles ein bisschen zu viel. Also ich selbst nutze zum Beispiel Instagram oder und Co. auch privat mal, aber es ist mir manchmal alles zu schnell und zu viel und jeder will sich mitteilen und dieses, da denke ich oft, schön war es eigentlich früher auch, wo man das alles nicht hatte. Auf der anderen Seite kann man natürlich heutzutage darüber wahnsinnig viel kommunizieren und kann eben Dinge klarstellen. Man kann, ohne dass man überall hin muss, einfach ganz in kurzen Statements einfach etwas absetzen, wenn man es denn möchte. In meinem Fall ist das tatsächlich immer gar nicht so einfach. Ich würde sehr gerne mehr mit meinen Fans kommunizieren, aber auf der anderen Seite möchte ich mein Privatleben einfach auch immer schützen. Und das ist ein ganz schmaler Grat, wie weit man sich da öffnen kann. Und ich bin da immer noch in einer Phase, ich muss da immer noch lernen, mit umzugehen und zu schauen, wie kann ich einfach ich sein und mit meinen Fans einfach ganz, ganz ehrlich und toll kommunizieren, auf der anderen Seite nicht zu viel preiszugeben. Und das ist gar nicht so einfach. Wir blicken in die Zukunft. Es steht noch ein bisschen was an. Der Stream, dann kommt der Film am Samstag. Trotzdem, man kann ja auch mal ins nächste Jahr gucken. Auf was freust du dich im nächsten Jahr am meisten? Also erstmal kommt ja dieses Album, was ja eh für mich schon ein Wahnsinn ist, dass das jetzt endlich losgeht. All das, was man irgendwie 1,5 Jahre oder 2 Jahre für sich behalten musste und dann das erarbeitet hat und jetzt kommt dieses Album endlich. Das ist ja für mich so der große Schritt und so ein besonderes Gefühl. Darauf freue ich mich wirklich schon wahnsinnig. Und mal schauen, nächstes Jahr werde ich mich, denn denke ich, so langsam auf die Tournee, die ansteht, vorbereiten müssen. Und einfach wieder, bei uns dauert natürlich eine Tourneevorbereitung tatsächlich mal mindestens 1,5 Jahre, um das alles auf die Beine zu stellen. Ich denke, damit werde ich beschäftigt sein und werde dann zwischenzeitlich sicherlich auch noch mal ein bisschen mein privates Glück genießen können, klar. Okay, ja, vielen Dank, Helene Fischer, für dieses schöne Interview. Danke euch und auch, ja. Ja. Merci. Volle Kraft, danke auch.